Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir grüßen euch ganz herzlich heute am Dienstag, den 26. März 2024. Es ist nicht nur eine geopolitische Analyse von und mit Hans-Joachim Müller und mit Satire gewürzt, sondern heute, wie ihr seht, haben wir auch den lieben Falco mit am Start. Und das wird heute wahrscheinlich ein richtiges Satire-Potpourri mit einem geopolitischen Rundumschlag. Erstmal herzlich willkommen, bevor wir aufstehen. Herzlich willkommen, Falco, und hallo, hallo, grüß dich. Grüß Gott. Freut mich sehr. Und jetzt lasst uns mal zeigen, wir haben uns extra in Schale geworfen für euch. Na, wir drei, also wir stehen einmal vor euch auf. Und Hajo ist natürlich in Schwarz-Weiß-Rot, wie sich's gehört. In diesem Sinne würde ich sagen, Falco, wieso hast du nicht das tolle neue Trikot an? Pink-Lila ist jetzt im Trend, Rekordverkaufszahlen, und Habeck fordert Patriotismus, Standortpatriotismus wegen dem Ausrüstewechsel von Adidas zu Nike. Da hört man ganz rechtsradikale Worte von dem. Hast du so ein Trikot schon gekauft und kann mit dem lila-pinken Trikot vielleicht auch der Stürmer in Zukunft den Ball in die Hand nehmen, weil er sich als Transtorwart fühlt? Ich frage für einen Freund. Naja, ich kann die Frage verstehen, aber wie es mir die Presse vorgeworfen hat, ziehe ich ja immer gerne alles aus dem Zusammenhang. Denn dieses Adidas ist genauso alt wie die BRID, wie ich feststellen musste. Der erste Vertrag, der quasi nach dem Krieg geschlossen war, war der Adidas-Vertrag. Und Adidas ist an das BRD-Trikot gebunden. So, ich gehe fest davon aus, solange es die BRD gibt, gibt es noch Adidas als Trikotsponsor. Denn wenn man jetzt nach einer künstlichen Intelligenz fragt und die sagt, wie könnte denn das neue Nike-Trikot aussehen, da kommen dort plötzlich Farbkombinationen raus, die sind fernab von Magenta und Rosa und Schweinchenrosa war es, glaube ich, oder? Na, ich meine, Schweinchenrosa darfst du ja nicht machen wegen den Veganern. Das ist mir Wurst. Ja, ein Salat. Also, wenn wir hier auf jeden Rücksicht nehmen, wären wir gar nicht mehr fertig. Also. Nein, macht ja nichts. Deswegen sind wir heute hier. Fußball-EM, Hajo, findet das Ding noch statt? Wird es abgesagt wegen Terrorismus oder weil vielleicht schon Putin die Schnauze voll hat? Oder findet das Ding statt oder wird es abgesagt? Also ich glaube ja, es wird abgesagt, aber auch die Olympiade. Aber ich warte auf das rosa Röckchen, das die dann alle tragen. Das sieht gut aus. Schwarz sind sie alle, oder sind da schon weiße drin? Nee, also ihr vergesst und ver. Also, ich bin ja Fußballexperte. Noch mehr als dass ich über andere Themen Experte bin, bin ich ja Rasenschachweltmeister. Und ich war überrascht, nur vier Namen, die nicht wirklich mit einer deutschen Endung sind, in unserem aktuellen Team zu entdecken, sowie den Hauptregenbogen Manuel Neuer, der sich ja leider verletzt hat. Und dass jetzt unsere Nationalmannschaft wieder Nationalmannschaft heißt, ist das eine, aber wir haben jetzt zum ersten Mal wieder einen Leitwolf. Das ist ja etwas, was man aus dem deutschen Fußball verbannen wollte. Man wollte keinen Chef mehr auf dem Platz. Plötzlich hat man jemand aus Rostock zurückgeholt, der beste Fußballer ist und also der kompakteste Fußballer schlechthin, Toni Kroos. Und siehe da, 7 Sekunden Tor und der aktuelle Weltmeister Frankreich einfach mal so, wie haben sie gesagt, ein Frankreich-Feldzug, also dass wir mal wieder in Paris gewonnen haben. Ne? Also, dass wir mal wieder in Paris gewonnen haben. Und zwar mit einer Form von blitzschnellem Rasenschach. Ist schon faszinierend, während zeitgleich in Berlin für 17.000 Euro ein kleiner Eiffelturm gebaut wurde. Dinge gibt es, die gibt es gar nicht. Also, ich sehe, wie 1990 bei der Wiedervereinigung, auch jetzt bei der wahren Wiedervereinigung mit den restlichen Gebieten ein. Na, sag mal so, der Titel würde uns gut stehen, denn auf dem Papier haben wir das beste Material. Jetzt, wo wir auch einen Leitwolf haben, das ist ja das, was gefehlt hat. Fußball spielen ist einfach, wenn du keinen Druck hast. Aber so will Gegenwind, da brauchst du jemanden, an dem du dich nur festhalten kannst. Deswegen war ja der eine Artikel auch so gut, dass Kapitalismus und die ganzen Formen von Demokratie nichts wert sind in der Krise und sofort auf Faschismus und Kommunismus abrutschen, wenn sie keinen Anker haben. Und der Artikel berief sich dann, dass Monarchie dieser Anker sein könnte, der in der Krise den Menschen Halt gibt, was ja auch eine Form von Leitwolf ist. Deswegen, ich sehe das hier schon in die richtige Richtung gehen. Also Ja. ich sehe Hajos Gesichtszüge leicht in Gleisen. Hajo, gib doch da gerne mal deinen Kommentar, Senf, Ketchup, Wurst dazu. Du meinst, im Mainstream hat jemand immer Monarchie geschrieben? Ja. Das geht. Das Wie könnte denn unheilige Bündnis zwischen Kapitalismus und Monarchie. also wie können denn die uns die Themen klauen?
Na gut, das machen sie immer, Ja. wenn es knapp wird. Also gut, ist das wichtig, die Fußballsache? Nee, Das erstmal nicht. Nein, Aber weil. wenn du alle Deutsche auf die Palme bringen willst, in England hat man es ja auch gemacht, das englische St. Georgskreuz ist jetzt plötzlich dieses Bisexuelle. Die haben es Und aber jeder, der nicht abgelehnt. Die haben aber, lieber Falco, die haben abgelehnt. Die haben gesagt, nein, Die so haben wird es sofort, die nicht. Briten haben sofort eine Petition gestartet. Alle Hooligans und Fußballfans aus allen Kneipen haben eine Petition unterschrieben, dass das Trikot sofort verbannt wird. Kleiner Tipp an die deutschen Fußballfans: Ihr könnt es ja mal mit Demokratie probieren. Nein, die probieren es mit, es gibt nur zwei Geschlechter, was ich auch schon nicht schlecht fand. Aber kommen wir zu den spannenden Wichtigen. Sachen. Wir bleiben mal im Inland. Die LKI-Files, also diese Dokumente, ne, bezüglich der Corona-Maßnahmen, da gab es jetzt Tatsache, Hajo, so Stimmen wie die Maßnahmen wären überzogen gewesen. Der Lockdown hat gar nicht wirklich was genützt, er hätte mehr geschadet. Also völlig schlimme Verschwörungstheorien, die müssten sich jetzt wahrscheinlich selbst sperren. Und dann sind die Dokumente auch gut einsehbar, weil irgendwie ist da abgesehen vom Datum alles geschwärzt. Was machen wir damit, Hajo? Ah ja, das ist normal. Sie sind gezwungen worden, durch ihr eigenes internes Spiel was zu veröffentlichen, aber ich vermute, da sind andere Kräfte dahinter. Sie würden sonst so etwas nicht bringen und erst recht nicht auf die Wünsche einer alternativen Mediensache. Irgendwas ist faul, aber es ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Bevölkerung mitkriegt, hey, das war alles Schummelei. Und Gott sei Dank gibt es, naja, ich schätze 30 bis 40% aller Deutschen, die das sowieso nicht mitgemacht haben, das Kokolores. Und das ist mal wichtig, ja, weil die Belastungen treten ja jetzt bei denen auf, die gefolgt haben, die artig sich ihre Spritze abgeholt haben. Und jetzt müssen Sie dafür gerade stehen. Das ist nicht unbedingt falsch, weil ein Mensch muss für sich selbst Verantwortung übernehmen. Und das haben die Massen nicht gemacht. Sie haben einfach geglaubt, einem Institut, das jetzt nachweist, dass die ganze Sache auf Anordnung von außen in Betrieb gesetzt wurde, ohne jegliche wissenschaftliche, ist sowieso keine Wissenschaft, Vira, ja. Viren gibt es nicht. Also Viren, die hier rumfliegen irgendwo, die gibt es nicht. Also es ist klar geworden, irgendjemand regiert die Welt. Gleichzeitig hast du in der New York Times die Nachricht, es gibt einen tiefen Staat. Es passt doch alles wie die Faust aufs Auge, ja. Die Menschen müssen lernen. Aber ich glaube, die Massen werden nicht lernen. Sie hoffen einfach, dass der Kelch an ihnen vorübergeht. Das mit dem Fußball ist gut, weil ja die Leute sogar die Trikots verkaufen, männlich oder weiblich. Ja, Das das ist so bekloppt alles. Naja, müssen wir durchschauen. Irgendwann. über Also bekloppt oder längst hinaus. bevor du anfängst, Falco, Hajo, was du ansprachst bezüglich, die Menschen haben klar gefolgt. Es liegt ja auch daran, dass Euro-Uschi, ja, die Frau von der Leyen, die hat ja ganz klar gesagt: Vertrauen Sie den Gesundheitsbehörden, vertrauen Sie der Weltgesundheitsorganisation. Und der gute Herr Wieler hat gesagt: Hinterfragen Sie nicht. Und das war eine klare Anweisung für die Bevölkerung und das haben sie umgesetzt. Und das mit dem Trikotverkauf stimmt. Also es gibt leider noch kein Trikot für diverse Giraffen oder für, ne, also ist leider noch nicht verfügbar, nur männlich-weiblich. So, Falco, jetzt zu dir. Es macht Spaß mit euch zwei. Eigentlich kann ich jetzt eine Stunde spazieren gehen, ne, weil ihr macht das alleine. Der erste Punkt ist ja, das Ganze begann am 17. März 2020. Ja, und man muss dort wie ein Columbo-Detektiv oder wie ein Derek, der gestern verstorben ist, an die, das ist ja ein Kriminalfall. Wir können das jetzt nicht einfach als die Verschwörungstheorie ist jetzt bewiesen, also wird es zu einem Kriminalfall. Wir müssen hier davon ausgehen, wer wusste wann was. Was hat denn die Ethikkommission gewusst? Was hat der Drosten gewusst? Was hat er Wieler gewusst? Was hat der Spahn gewusst? Und Spahn hat ja schon im März 2020 gesagt, wir werden viel verzeihen müssen. Also hat er Stand jetzt damals schon eine Menge gewusst, hat es aber bis heute nicht gesagt.
Wer gab die Befehle? Wer hat es koordiniert? Wer hat es finanziert? Wer hat die Medien finanziert? Und die wichtigste Frage, was passierte denn mit denjenigen, die anderer Meinung sind? Kannst du dich an die Ärztin aus Chemnitz erinnern, die noch immer im Gefängnis sitzt? Oder der Richter aus Thüringen, der die Kinder von der Maske befreit hat, den haben sie sofort seines Amtes enthoben. Ein Pfarrer, der jetzt in die AfD rein wollte, ist rausgeflogen. Und ein Arzt in Baden-Württemberg tut AfD-Politiker nicht behandeln, weil er sagt, du kriegst das Recht. Gut, das ist erstmal gut, dass er nicht zum Arzt muss, aber ne, was, wie geht man mit Andersdenkenden um? 2020, 2021 hatten wir genügend Leute, die dagegen waren. Das hätte alles abgewunden werden können, hätte man mal diese Verschwörungstheoretiker ernst genommen. Die haben 2016 das Wort postfaktisch als Wort des Jahres. Postfaktisch heißt die Wahrheit nach der Wahrheit. Ne? Also unsere Wahrheit versus ihre Wahrheit. Aber unsere Wahrheit hat ja am Ende gewonnen. Ich erwarte nicht, dass sie sich entschuldigen. Dazu müssen die erstmal Ehre und Eier haben. Also davon gehe ich nicht aus. Aber das Ganze klipp und klar aufzuschlüsseln und die Beweismittel. Ich habe vom Doktor, wie heißt der Dr. Lauterbach, habe ich einen Spiegelartikel dir zugeschickt. Dort steht er mit der Spritze in der Hand als Dr. Yes. Wie willst du dich vor einem Militärgericht rausreden, wenn das erste Beweisstück ist? Du kannst nicht 27 Mal sagen, habe ich vergessen. Das Das ist wird nicht richtig. Das steht auch nur dem Herrn Scholz zu, sie etwas zu klappen. schulzen. Aber Militärgericht ist ein gutes Stichwort. Mal zu dir, Hajo. Zum damaligen Zeitpunkt fühlten Sie sich ja sicher. Du hast mal immer gesprochen von Steuerung, von CIA-Steuerung etc. Zum damaligen Zeitpunkt fühlten Sie sich sicher und Sie merken jetzt, dass Sie selbiges nicht mehr sind. Wie stellst du dir das gerade aktuell vor, Hajo? Haben die Torschlusspanik, haben die schlaflose Nächte? Oder haben die überhaupt schon realisiert, dass sie nicht mehr geschützt sind? Weil das war damals ja eine ganz klare Sache, uns kann nichts passieren. Und jetzt fällt der Laden dort auseinander. Wie beurteilst du das, Hajo? Ja, sie begreifen die Gefahr, die droht. Das Entscheidende in der Welt geschieht doch in Amerika. Und das wissen sie alles. Also sie haben genügend sich zusammengerauft und haben beschlossen, na, die USA können wir verlieren. Das kann sein, dass das schief geht. Aber wir müssen uns hier in europäischen Gefilden zusammenfinden. Und du hast schon erlebt, dass amerikanische Tiefstaatleute, da gab es mal eine Frau, die ist in irgendeinem Ministerium eingesetzt worden, als Stellvertretender oder Abteilungsleiter. Solche Leute kommen nach Europa und hoffen, eine Festung Europa bilden zu können. Das ist der Wunsch der Kabale, dass sie versuchen zu überleben und sie hoffen, dass sie irgendwann dieses noch größere Problem als Trump in Russland lösen können. Zwar mit viel Drohungen, ja, dass sie, und dann hoffen sie, dass sie, wenn sie sich vereint bereitstellen, dass dann die Russen Respekt kriegen. Die Antwort der Russen auf diese Zusammenfindung der westlichen Militärmacht in Europa, ja, war, dass Russland jetzt seine schon erhöhte Militäranzahl nochmal um 300.000 Leute erhöht. Ja. Und 300.000 Leute sind mehr, als alle diese europäischen Staaten überhaupt haben. Na gut, wir würden ein Ziel Naja. zusammenkriegen, wenn wir wollten. Aber wir wollen ja gar nicht. Also erstens das und zweitens hat Russland doch keine Armee und Russland ist am Boden und schwach, sagte auch Scholz, dass Russland schwächelt und man müsse jetzt reagieren. Gleichzeitig sagte Macron, dass es sein kann, dass die Ukraine fällt. Und Putin seinerseits hat als kleine Reaktion mal ganz kurz eben die Kommandozentrale in Kiew militärisch erledigt. Also ist es doch nicht so schlecht bestellt um Russland, Falco. Was machen wir damit? Nie nur die militärische Kommandozentrale, die letzte noch funktionierende wahrscheinliche militärische Kommandozentrale, wo garantiert 25 bis 50% NATO-Offiziere drin waren, gehe ich fest davon aus, die ist weg. Gleichzeitig ist aber auch der Strom weg. Gleichzeitig kam bei Reuters raus, dass man in der Ukraine Biolabore hat, an denen man mit Fledermausviren geübt hat. Plus nochmal die Tatsache, dass über 17.000 bereitstehende Drohnen für den Krieg gegen Russland vom Russen zerstört wurden. Der Russe kam ja, glaube ich, mit
14 von diesen großen Bombern, wo jeder Bomber 25 Tonnen tragen kann, plus nochmal 90 Kampfdrohnen und 60 Tomahawks, plus jetzt nochmal die ganzen Kindschaller mit die Raketenhälsen drüber weg. Der Russe hat jedes bisschen Rest, das ist wie eine komplette Enthauptung, was der Russe dort durchgeführt hat, als Racheaktion für das in Moskau, was dort passiert ist. Und nachdem rauskommt, dass die Lebenserfahrung, also die Lebenserwartung eines ukrainischen Soldaten 4 Stunden an der Front ist, das, nicht bloß für, das ist auch für NATO-Soldaten. Ne? Jeder Soldat, der sich gegen den Russen an der Front stellt, wird nach 4 Stunden zu Mami wollen, wenn er noch lebt und bis Mami laufen kann. Und du kannst den Russen nicht besiegen. Ich gehe auch fest davon aus, es gibt Geheimdiplomatie im Hintergrund. Der Orbán bewegt sich gerade viel zu viel. Wir wissen ja alle, Trump und Putin ist das eine Problem. Aber Viktor Orbán wird im Sommer der Chef der EU. Was denkst du, was dann erst los ist? Dann haben sie Europa, Russland und Amerika verloren. Ja, wir erleben den Orbán tatsächlich aktiv. Das ist wichtig, weil du wirst mitgekriegen haben, wenn man von oben guckt, dass Ungarn sehr aktiv ist und der Fico auch. Das ist Ungarn, Slowakei, das war früher Habsburg. Sie werden an Russland grenzen. Und das bedeutet, die Russen sind nicht mehr zu trennen vom gesamten Balkan. Und sie haben Zugriff über die Chinesen, haben über Russland dann Zugriff auf Italien, Spanien, Österreich und Frankreich. Selbst wenn die Kabale sich festhält in Deutschland, was nicht kommen kann, ja, da gibt es noch jemanden in Amerika, der darüber zu entscheiden hat. Das ist also ein Spiel, wo sie gerne ablenken möchten. Und ablenken können sie am besten, wenn sie die Bevölkerung in Angst versetzen. Nur klappt das bei DDR-Bürger natürlich nicht. Ja. Wer vor den Russen Angst hat, muss mehr Angst vor dem schwarzen Mann haben. Ja. Die Russen tun niemandem was, der zivil Das ist. hat man im Westen ganz anders gelernt. Du weißt ja, na, wir haben ja kapitalistische Indoktrination, 40 Jahre Vorsprung. Gleich Weiko, weil du Ungarn ansprachst, ist ja interessant, dass das heutige sogenannte Ungarn das einzigste Land der Welt ist, das außerhalb seiner Grenzen immer noch Ungarn ist. Also es liegt quasi mit seinen Grenzen im eigenen Land, was ich auch ganz interessant finde. Und bevor du dran kommst, Falco, habe ich gelesen im Schweizer Boulevard, dass der Anschlag ganz klar von Putin selbst inszeniert ist, was einem Schurkenstaat üblich ist. Und nur um die Ukraine angreifen zu können, schiebt man es der Ukraine in die Schuhe. Und deswegen ist es klar, also kein Wort über die Opfer, sondern absichtlich geopfert, klasse, nicht klasse, aber klassisch Russland und ganz böse. So, jetzt Falco. Ist doch perfekt. Jetzt erklären Sie sogar noch, was eine False Flag ist. Nicht nur, dass der tiefe Staat nach 8 Jahren zugibt, ja, es gibt einen tiefen Staat, aber es ist ein guter tiefer Staat, der schützt uns vom bösen Trump. Ne? Das ist wie auf deutschem Boden, alle, die sich das rosa Trikot anziehen und dafür werben, waren auch dieselben, die bei Corona Werbung gemacht haben und für Flüchtlinge Werbung gemacht haben. Also du musst die nicht mal mehr erkennen, die verkleiden sich selbst in der Farbe. Das ist ja das eine. Wenn man aber genau hinguckt, was Viktor Orbán gerade macht, dann bildet er eine Allianz im Donaudelta. Na, und das gesamte Donaudelta bis runter nach Rumänien, wo jetzt dieser riesengroße neue Rammstein 3, wo auch die deutschen Soldaten ja stehen. Ich finde das wirklich faszinierend. Wenn man betrachtet, dass ja Viktor Orbán quasi ein Großungarn aufmacht, aber in einer Art und Weise, Moment, ich muss kurz Andreas hier wegklicken. In einer Art und Weise, wie es das vorher noch nicht gab. Er tut zu jedem Nachbarland einzelne Verträge und Nachbarschaft freundlich und vor allen Dingen Ungarn wird das Energiehub. Diese Nord Stream ist ja weg. Die wird jetzt durch die baltische Pipeline aus Norwegen ersetzt. Aber die South Stream kommt ja über die Türkei, über den Balkan hoch nach Ungarn. Und Ungarn verteilt das dann im gesamten Donaudelta. Deswegen trifft sich ja Ungarn so oft mit dem Erdogan. Ungarn trifft sich gerade mit den Polen, mit den Slowenen, mit den Kroaten, mit den Serben. Der Ungar hat dort unten in Südosteuropa alles im Griff. Ich gehe fest davon aus, das Teilstück geht an den Ungarn, dass der Ungar dort der neue Machtzentrum ist. Alles, was oben ist, Deutschland, Polen, Litauen und so weiter und so fort, dort, wo ja jetzt auch deutsche Truppen stehen, das ist dann der Bereich, um den wir uns kümmern, quasi unser Hinterhof. Und ich habe dir ja die eine Karte zugeschickt von 1909. Aus einem britischer Think Tank hat das erstellt.
wenn keine zwei Weltkriege kommen, dehnt sich Deutschland über die Strecke von, also mit Verhandlungen mit den Nachbarstaaten über Dänemark, Belgien, Holland, Deutschland, Polen bis Litauen ins Estland, Baltikum hoch, aber auch bis Rumänien runter. Das wäre alles deutsche Einflusszone gewesen, 250 Millionen Einwohner bis 1950, sagte man 1909. Deswegen war es klar aus britischer Sicht, sie mussten den Krieg beginnen. Ein Deutschland, was Macht über 250 Millionen Einwohner hat, das kannst du nicht mehr stoppen. Das ist richtig und kurz gefasst. Wir haben aber immer noch die Amis im Spiel in Rumänien. Es kann sein, dass das noch wichtig wird, weil damit die Türken mit bösen Gedanken konfrontiert werden. Wenn die Amis dort einen tatsächlich festen Stützpunkt kriegen, dann bedeutet das, dass sie Zugriffsrechte auf das Schwarze Meer haben. Und Ich das weiß. verläuft, dann geht natürlich wieder 100% gegen die Türken, die jetzt alleiniges Recht haben, den Bosporus auf oder zuzumachen. Und wenn die Amis dabei sind, dann werden die Türken von den Amis dominiert. Also ich vermute, es wird dort Probleme geben zwischen beiden USA, und man muss ja jetzt schon unterscheiden, ne? Und den Türken. Erdogan ist in derselben Situation wie Orbán oder wie Deutschland. Das sind drei Staaten, die durch die Engländer komplett zerschlagen wurden und jetzt nur noch auf dem Resten ihres Gebietes dahin leben müssen. Es waren früher Großmächte, ja. Ungarn war ja fast dreimal so groß wie jetzt. Die Türkei war 20 Mal größer als heute. Also die Türkei hat am meisten verloren, wenn ich da kurz Und dazwischengrätschen Deutschland doppelt darf. so groß. Ja. Österreich ist nicht wichtig, weil tatsächlich Ungarn der Träger der Monarchie Habsburgs. Aber es kann sein, dass Österreich, die haben ja ihre Marine im Jahr 1999 dicht gemacht, weil sie dachten ja bis 99 mit der Marine, das wird noch mal was, dass wir noch mal Zugang zum Meer haben. Ja, da müssen Sie ja Triest kriegen, ja. Ja, das ist ja Triest, aber auch, du kannst ja entlang der Moldau, kannst ja dann auch ins Schwarze Meer. Der Österreicher macht jetzt mit Rumänien Bohrungen im Schwarzen Meer. Ich gehe fest davon aus, sobald Trump da ist, geht Rammstein 1, 2 und 3 an uns Deutsche. Hätten wir Deutschen Rammstein 1, 2, 3 aufgebaut, hieß es wieder die bösen Nazis im Lebensraum Ost. Wenn das aber der Ami macht und dann auswandert und alle betteln darum, dass der Deutsche als Freund kommt, das ist Schach in Perfektion. Na, Das die ist nimmst Schach du. in Perfektion, aber ich muss nochmal zu dem zurück, was Hajo sagte. Natürlich wurde im Ersten Weltkrieg Deutsches Reich, Osmanisches Reich, Zarenreich und Österreich-Ungarn zerstört. War ja für aus Sicht des Vatikans und der City of London perfekt. Ne? Du zerstörst diese mächtigen Reiche, vor allem Kaiser, Sultan, Zar und deren Freundschaft. Du sprachst von der Unterscheidung zwischen Biden-Amerika und wahrscheinlich des Trump-Amerika. Du sagtest, Biden-Amerika und Türkei werden unter Umständen in einen Konflikt geraten, also zumindest in einen emotionalen. Was denkst du, was das Trump-Amerika da tut, Hajo? Auf diese Frage würde ich gerne nochmal eingehen, weil du gerade das Biden-Amerika ansprachst und das Trump-Amerika, also der hier, der nicht zahlen kann, aber kommen wir nachher zu. Wie denkst du, dass die reagieren? Die ganze Welt sollte in die Kirche gehen und beten, wenn Trump wieder da ist, dann löst sich dieses ganze Durcheinander auf. Und das würde uns gut tun. Aber dann bricht natürlich das gesamte Medienimperium zusammen. Ja, dann kann es den Leuten keine Angst mehr machen, was ja ihre wichtigste Waffe ist. Und ja, dazu gehört natürlich, dass man auch erkennt, wenn man genau hinschaut, in Moskau, vier Leute in Kriegskleidung mit Langwaffen kommen ungestört in eine solche Halle. Das ist nicht möglich ohne Hilfe von innen. Also wird Putin dort Leute finden in seinem Land, die mit der amerikanischen Elite zusammenarbeiten. Das ist eine sehr wichtige Sache. Eigenartigerweise stand ja auch in der Zeitung, 11 Leute wurden verhaftet. Das ist der Anfang. Ja. Es waren nur vier Leute dort. Aber
Wenn du weißt, dass Anschläge kommen, das wusste der FSB. Das wusste die Moskauer Polizei. Diese Polizei untersteht dem Bürgermeister, nicht dem Putin. Ja? Dann sind immer mindestens zwei Sperrketten aufgebaut, wo die Leute ein bisschen kontrolliert werden. Pistole kann man mitnehmen, das kann man verstecken. Aber eine Langwaffe geht nicht zu verstecken. Also wenn du schon mit vier Leuten da rein willst, dann ist es unmöglich, dass vier Leute durch die Sperren kommen. Es sind mindestens zwei Sperren. An der ersten wird mindestens einer gefunden. Und dann steht das Haus schon Kopf, ja. Dann ist die Polizei überall. Also dort werden auch russische interne Dinge offenbart. Und das ist wichtig für Putin, dass er den ganzen tiefen Staat rauskriegt. Er hat ja die gleichen Probleme wie Amerika. Das erkennen wir jetzt erst richtig. Ja. Ja, aber wenn, Hajo, entschuldige, wenn du sagst, die Sperren und die wurden aufgemacht. Das hat doch im Kapitol auch funktioniert. Wurden böse Zungen munkeln, dass das im Kapitol 2021 genauso funktioniert hat, was natürlich eine Verschwörungstheorie ist. Ja, wenn wir jetzt erstmal aufs Datum gucken, es war 3/22 Skull and Bones Party. Wenn du dir die Band anguckst, das ist stark satanistisch. Das war meiner Meinung nach ein Opferritual der Skull and Bones, um das Ganze nochmal zu eskalieren, dass es solche Gruppen in Russland gibt, die gegen Putin agieren. Als allererstes ist der Likud-Ölmagnat nochmal verstorben, einer von vielen, mal wieder ausgerutscht. Danach gab es diese inländischen Partisanen, die plötzlich 2 Tage lang versucht haben, einen Bürgerkrieg anzuzetteln. Und danach kam dieses Massaker und dann hat ja Putin in der Ukraine die Enthauptung vollzogen. Also wirklich, also ich gehe fest davon aus, die Soldaten der NATO, die da waren in der Ukraine, die sind jetzt in Luft aufgelöst, die gibt es nicht mehr. Aber gleichzeitig kann Putin das jetzt nutzen, um alle weiteren Staatsfeinde, jeder, der mitgemacht hat, wieder nach dem Motto, wer wusste wann was und so weiter und so fort. Der Russe kann das jetzt alles rausnehmen. Und er hat auch innerhalb der Bevölkerung, selbst jetzt die russische Bevölkerung fordert aktuell die Todesstrafe nach dem Motto, das sind Selbstmordattentäter, die haben sich nie umgebracht, wir helfen ihnen. Ne, weil es gibt keine Menschenrechte für Terroristen in der Form. Das kann ich in Russland sogar verstehen, dass der Westen dann rumgezickt hat nach dem Motto, wieso gebt ihr diesen armen Terroristen keine Menschenrechte? Na, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die haben dort, wie viel waren es, 130 Menschen getötet? Also hat man wieder Zahlencode 13 plus 322. Putin hat aber sein Land im Griff, der wird dort schon säubern, gehe ich fest davon aus. Mich hat ganz besonders überrascht, dass gestern bei dem Besuch der Russen in Kiew, da kam international über die Nachrichtendienste, die Russen haben in Polen angegriffen. Ja, jetzt die Frage. Sie haben Lemberg angegriffen, ja. Lemberg war bis jetzt außer Danke. Ich wollte Kontrolle. gerade sagen, Sie haben die heutige Ukraine angegriffen, also Kiew, aber Ja, du, Lviv, das ist und doch ein deswegen jetzt für Zeichen. die. Das ist doch ein Zeichen, dass Sie schon lange wissen, was ist Polen in Zukunft und was ist Russland. Ja? Sie Ich habe mich verwenden schon nur gewundert, Zeichen. wie sollte denn die russische Rakete so fliegen, dass die in Polen rauskommt? Aber jetzt, wo du sagst, die haben ja Lemberg getroffen. Und man Ja. munkelt ja, dass der Pole schon längst die Verwaltung in Lemberg übernommen hat. Ne? Ist Also es so? man munkelt ja auch, dass 50% der polnischen Soldaten schon in der Ukraine gefallen sind. Also in Polen gehen auch langsam die Soldaten aus. Und die neue polnische Regierung, ich liebe sie umso mehr. Die hauen ja tagtäglich mittlerweile Dinge raus. Letztens haben sie gemeint, ja, dass die NATO in der Ukraine ist, das wäre ein Schäder. No? Also hier passieren Dinge, die kannst du dir nie ausdenken. Und das nicht bloß in Ungarn, nicht bloß in Polen, nicht bloß in der Ukraine und in Russland oder auf deutschem Boden, sondern überall. Du hast überall gerade diese verrückten Meldungen. Ich meine, gestern wurde ein P. Diddy verhaftet. Nee, der ist noch nie verhaftet. Seine Söhne wurden verhaftet. Er ist nach Kap Verde mit dem Flugzeug abgehauen, weil dort kein Auslieferungsantrag besteht. P. Diddy ist derjenige, der jeden anderen schwarzen Rapper mit dem Erpresservideo unter Kontrolle gehalten hat. Er hat die unterirdischen Tunnelsysteme und in letzter Zeit tauchen ja nur noch unterirdische Tunnelsysteme in Amerika auf. Ne? Also ob nur bei Rappis oder das. Und dann gehen wir beim nächsten. Ich habe gestern nochmal einen Artikel rausgesucht. Die ISIS-Leader in der Ukraine existieren. Nachdem man in Syrien verloren hat, hat sich die ISIS in der Ukraine verschanzt.
Das ist Punkt 1. Es gibt aber auch massenhaft israelische Soldaten, die mit den Nazis und mit der ISIS zusammen in der Ukraine kämpfen. Das ist perfekt. Da hast du den israelischen Secret Intelligence Service, die ISIS, plus den israelischen jüdischen Soldaten vom Zionismus und den nationalen Zionisten. Hast du alle in der Ukraine im selben Bunker? Erklär das mal jemand mit unserem deutschen Geschichtsbuch. Vergiss es. Ich wollte gerade sagen, spätestens jetzt sind drei berufliche Zuhörer rückwärts vom Bildschirm weggefallen und haben einen Totalausfall irgendwo. Also von daher, Falco, genau das wird schwierig. Also nicht für die Zuschauer deiner und Hajos Sendung, aber für die beruflich bedingten Zuhörer und für die Menschen, die hier noch nicht wach sind, oder ich meine das jetzt gar nicht böse, die sich vielleicht noch nie damit befasst haben, ist vielleicht schöner ausgedrückt, den hast du jetzt ziemlich was verknotet oben im Kopf, Falco. Und Das muss dir nur bewusst sein. ich sage das hier nochmal klipp und klar dazu. Ich poste nur Mainstream-Artikel. Kein einziger meiner Artikel ist von einer alternativen Presse. Ich poste nur Mainstream. Na, ganz wichtig, das ist hier nichts Verschwörung, das sind Tatsachen. Da braucht keiner Wobei, diskutieren. bei dir ist ja das Deutsche Reich schon da und der Kaiser schon lange wieder im Amt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, Das ist Falco. Theorie. Das ist Theorie. Da poste ich ja keinen Artikel, das schreibe ich selbst. Ja, das schreibst du selbst. Dann schreibst du selbst, dass eigentlich alles schon geklärt ist. Da fragen sich nämlich immer wieder Zuschauer, wo ist denn das, was Falco sagt? Ich sehe da nichts davon. Hajo, sag du doch mal was dazu. Nein, wir sind noch nicht so weit, dass wir uns souverän machen können. Mit den Politikern, die da in Berlin rumhopsen, geht überhaupt kein Staat zu machen. Da kannst du tatsächlich nur ein Bordell betreiben. Eine Unordnung, ja, Bordell heißt auf Deutsch Unordnung. Und sie sind dabei, sich beliebt zu machen bei der Bevölkerung. Das ist gut, Das haben wir schon. aber ich denke nicht, dass die Bevölkerung überhaupt eine Rolle spielt. Das hat sie weltweit noch nie. Es spielen immer nur intellektuelle Eliten eine Rolle, die sich irgendeinen Plan ausdenken und dann die Welt verändern. Wir Menschen können nicht zusammenfinden, weil uns die Medien nicht gehören und weil wir einzeln nicht in die Medien kommen können. Das ist alles so fest in der Hand der Kabale, sagen wir mal da lieber, ja. Das ist relativ einfach, dass eine Orientierung eines gesamten Volkes nicht möglich ist. Und in Deutschland sowieso nicht, weil wir ja hier in 1000 verschiedene Gruppen gespalten sind. Also es wird von oben geregelt werden und das ist gut so. Und das, was hier heute stattfindet, dieses, wir müssen Krieg machen gegen Russland, das halte ich nicht für schlecht. Weil wenn sie es so weit treiben, dass sie die Russen angreifen, dann geht die ganze Lösung relativ schnell vonstatten. Und Aber blutig. dann haben wir, na, aber nicht für Menschen, für Bürger, ja. Was geht denn uns das an? Die Russen greifen niemals Wohnsiedlungen an oder Wohnhäuser. Sie greifen militärische Objekte an. Und du siehst, wie gut die heute treffen. Und man Aus muss. 2500 Kilometer treffen die dein Fenster. Ja, das war's. Aber man muss auch immer wieder dazu sagen, ich kann. Dadurch, dass ich jetzt von Daniele Ganser das Buch Gladio Geheimarmeen endlich mal mir angehört habe, kann ich jetzt nachvollziehen, wo, man muss unterscheiden zwischen dem Kommunisten Russland, was ja eigentlich von der City of London gesteuert war, und dem jetzigen Putin Russland. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Putin will nicht nach Deutschland kommen, hier den Kommunismus einführen und hier uns alles wegnehmen und uns wieder zu DDR-Zeiten zurückverfolgen, sondern Putin will, dass die Spinnereien aus dem Westen aufhören und er einfach in seinem Land mit seinem Volk glücklich werden kann. Und unter den Bedingungen, die hier gerade ablaufen, ist es eigentlich perfekt. Baerbock hat ihm ja schon aus Versehen den Krieg erklärt. Theoretisch hat der Russe in seinem aktuellen Geschichtsbuch ja schon drinne stehen, dass es eine illegale Annexion war, der BRD zur DDR. Falco, ich muss dich unterbrechen. Ich glaube nicht, dass das eine aus versehentliche Kriegserklärung war. Ich denke, das war, wenn nicht von ihr direkt, aber von irgendeinem, ich nenne es jetzt mal Neudeutsch Ghostwriter. Es war meiner Meinung nach eine klare strategische Aussage und keine versehentliche. Ja, aber diese güldene Aussage von meiner Göttin Annalena führt ja dazu,
Ob sie das jetzt nur geistig verstanden hat oder nicht, das ist vollkommen irrelevant. Sie muss nicht mal verstehen, was sie tut. Aber der Dolch im Rücken Preußens löst sich durch magische Hand auf, durch ihre Taten. Ich glaube, das ist sie sich nicht mal bewusst. Nein, das ist klar. Ich Aber meine. ist dies nicht mehr meine Favoritin, ja? Ich Wollte habe ich jetzt gerade sagen, ein. Falko, du hast mitgekriegt, dass Hajo vom rhetorischen Wunder zu schwergewichtiger Politik gewechselt hat. Jawohl, ich stehe auf schwergewichtige politische Personen. Eine weise Masai. Ja. Gut, aber dort bekommt ja das Wort die breite Masse eine völlig neue Bedeutung, aber das ist jetzt rein satirisch gemeint. Falko Nein. hat jetzt Kopfkino, da kann ich auch nichts dafür, Nee, aber ich musste gerade an Ostergras denken. das ist Mit Gras ist ja jetzt legal. dieser Macht können wir die Russen einfach überwalzen. Und da Ja, ist das nee, erledigt. Ajo, der Russe wird uns gar nicht finden. Ab 1. April ist Deutschland kriegstauglich, weil dann ist Kiffen erlaubt. Dann ist so eine Qualmwolke über Deutschland, dass der Russe denkt, ja, habe ich schon gebombt. Oh, da gibt es keine Chemtrails mehr. Das ist gut. Da sehen wir es, oh, das Leiden nicht mehr. Dann lachen wir die bloß noch aus. Also gut. Die Lage ist katastrophal. Warten wir drauf, dass es noch schöner wird. Wird es bestimmt. Und jetzt ist es ja nicht nur diese versehentliche Kriegserklärung der kompetentesten Außenministerin aller Zeiten, also die ist klasse, die Frau, sondern es gab ja noch viele andere Dinge, unabhängig von Waffenlieferungen, hast du nicht gesehen. Und es wird seit Monaten vom 2+4-Vertrag gesprochen. Jetzt nicht nur hier in der Sendung oder bei dir, Falko, sondern was denkt ihr, der da schneller antworten mag? Ich bin auf eure beiden Antworten gespannt. Wie oft wird noch für den 2+4-Vertrag geredet und was muss noch passieren, dass die Russen das Ding aufkündigen? Hajo. Das kann noch 3, 4 Monate dauern. Sie haben vor 1,5 Monaten das in die Duma gebracht. Man weiß, wie lange die da rumschwatzen. Also ich denke, vor Juni, Juli wird nichts kommen. Ja, außerdem ist das ja nur eine Frage von Wichtigkeit, wenn der Trump nicht da ist. Ja? Mit Trump geht das alles wie in Friede, Freude, Eierkuchen über. Natürlich ein bisschen unordentlich, ja, aber es wird Frieden entstehen. Die Welt der Kabale ist vorbei. Das wissen Sie auch. Und deshalb gibt es jetzt dieses letzte Aufbäumen, um Schreck zu verbreiten. Sie möchten gerne Putin schocken, ja, und den Russen Angst machen. Aber wie soll ein Russe Angst haben vor 40.000 Soldaten der NATO ohne Munition und ja, Also ich. lächerlich, lächerlich. Falko scharrt schon mit den Hufen. Was sagst du zum 2+4-Vertrag, Falko, und dann gerne, was du sagen wolltest? Na, der 2+4-Vertrag ist erstmal gut, dass der Deutsche, speziell der Westdeutsche, hat sich das Ding ja nie durchgelesen. Ja, 2+4, okay. Der Westdeutsche weiß gar nicht, dass der Es geht existiert. erstmal darum, die Dinge in Erinnerung zu rufen. Erstmal vorzulesen, was ist und so weiter und so fort. Und dann, damit der Deutsche das selbst verstehen kann, was hier passiert. Bloß, Hajo, ich glaube, du irrst bei der einen Sache. Die tun nicht mehr bloß Chaos. Die kämpfen mittlerweile alle um ihren blanken Arsch. Das ist blanke Angst und Panik. Weil ich gehe fest davon aus, die haben schon vor einem halben Jahr realisiert, wenn der Trump an die Macht kommt, dann haben wir die letzte Chance, Ukraine eskalieren. Lieber ein Atomkrieg, als dass Trump und Putin an die Macht weiterkommen. Aber selbst der Atomkrieg klappt jetzt nicht. Ne? Also die sind mittlerweile in einer Panik. Die denken nicht mehr nach, wenn sie was machen. Lauterbach hat seit dem RKI-Bericht, seitdem er raus ist, schon wieder zweimal gelogen. Der kann auch nicht aufhören zu lügen. Bei diesem ABCD-Game-Theorie, was das amerikanische Militär ja gerne macht, mittlerweile sind wir an dem Punkt, wenn sie die Wahrheit sagen, eskaliert es und sie verlieren. Wenn sie vertuschen, sieht es jeder, es eskaliert und sie verlieren. Egal, was sie jetzt machen, sie verlieren. Deswegen sage ich auch immer, wir haben schon gewonnen, weil ab Tag 1, als das Spiel begann, hatte der Gegner schon verloren, weil du kannst gegen dieses Wargame, dieses künstliche Intelligenz, gegen die sie ja gerade Schach spielen, kannst du nicht gewinnen. Das Spiel ist so ausgelegt, dass du nicht gewinnen kannst, nur wenn du nicht mitspielst. Aber sie haben ja alle mitgespielt. Und jetzt haben sie alle verloren. Es stand schon am ersten Tag fest, dass Trump und Putin gewinnen. Deswegen konnte ich ja auch nie falsch liegen.
Ne? Weil so ein Militärplan, wenn du weißt, dass der Gegner kommt, bereitest du dich darauf vor. Die sind alle einfach nur in die Falle gelaufen und sind seitdem in der Defensive. Die kennen aber kein Wort für Defensive. Lauterbach hätte niemals gedacht, Spahn, Scholz, wie sie alle heißen, Drösten, die hätten niemals gedacht, dass die überhaupt in diese Situation kommen. Jetzt haben sie nicht mal einen Berater. Die sind in einer Art und Weise am Arsch. Und ich verspreche euch, es wird noch besser. Das ist ja erstmal bloß jetzt der AKI-Fall. Ne? Da kommt ja noch mehr. Ein Julian Assange wird heute wahrscheinlich Richtung Amerika, sodass er dann pünktlich zur Sonnenfinsternis auch vor Gericht aussagen kann. Ungefähr. Ne? Also hier passieren Dinge. Der Wahlbetrug kommt ja nochmal davor. Da kommt der Cum-Ex, Nord Stream. Weiß ja schon jeder, wer der Täter war. Aber wann kommt es richtig raus? Dann wird garantiert auch ein Leak kommen. Es wird für all die Dinge, die liegen ja noch in der Pipeline. Ne? Die sind alle auf Abschuss bereit und niemand kann es stoppen. Und selbst in Spanien kriegen sie es nicht mal mehr hin, das Telegram zu zensieren. Ja gut, das war ja ein Versuch mit der Telegram-Zensur aus verschiedenen Gründen. Ganz kurz beim Westdeutschen geblieben, weil du den 2+4-Vertrag ansprachst. Und das weiß ja im Prinzip kaum einer. Es war ja immer damals so, dass die BRD, die DDR, ich sage es jetzt mal ganz salopp, annektierte, das komplette Staatsvermögen klaute und dann einen kleinen Prozentsatz als Begrüßungsgeld ausbezahlte. Also ich klaue dir 100.000 Falco und gebe dir 5 und du freust dich gefälligst. Das ist ja im Prinzip passiert. Grob gesagt, Hajo lächelt schon. Hajo, du kannst das bestimmt noch etwas genauer ausführen, bevor wir dann irgendwann nach Amerika gehen. Aber im Prinzip war das doch ähnlich, ne? Man hat quasi alles, was da von der DDR übrig war, mal kurz vereinleibt und dann 3,8 Promille davon heroisch zurückbezahlt. Naja, es war genauso vorgesehen, das weiß ich heute genau. Es war ein Plan von England und der wurde einfach eiskalt durchgezogen. Die Russen, der Gorbatschow, nicht die Russen, hat die DDR verkauft pro Quadratmeter so ein Zehntel Pfennig. Und wir haben dann erlebt, dass Westdeutschland, Ostdeutschland annektiert hat. Es wurde uns aber verkauft als Free Wiedervereinigung. Mir war klar von Anfang an, dass wir platt gemacht werden, die DDR. Ja. Wir waren damals nicht mehr die 10. Nation der Welt in Industrie, sondern die 13. Ja. Ja, aber ein Staat wichtiger als Brasilien oder Indien oder ja. Die DDR, die kleine DDR, die wäre heute in den G20. Und die musste vernichtet werden, damit das Spiel des Westens weitergemacht werden kann. Aber sie haben diese Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und die Russen haben es geschnallt, was hier losging, ja, dass diese Annexion auf ihrem Besatzungsgebiet gegen sie in politische Unordnung ausartet. Und das werden sie auf jeden Fall in Ordnung bringen. Spielt aber nur eine Rolle, wenn ein lieber, guter Trump, oh, der böse Trump, nicht wiederkommt, dann werden die Russen das alleine machen. Ja? Mit Anordnung. Ein Befehl der SMAD und die DDR ist wieder da. Was ich erlebt habe, war, dass die Wessis kamen, haben das ganze Land geplündert. Und ich durfte 25.000 D-Mark Schulden übernehmen am ersten. Naja, das, also Hajo, ich meine, es hätten ja auch 30.000 sein können. Du musst auch mal ein bisschen zufrieden sein mit dem, was du kriegst. Und Ja. jetzt lass uns doch gleich mal zu diesem bösen Trump nach Amerika schauen. So, dann lass uns mal nach Amerika gehen, zu diesem bösen Trump, den du vorher genannt hast. Also der, den Falco und ich hier gerade auf der Brust tragen, der kann ja jetzt nicht zahlen oder doch zahlen. Was ich interessant finde, ist, was Bernie Sanders über Trump sagte. Und ich habe das mir angeguckt im englischen Originalton. Und er sagte, ich habe nur ein, zwei Passagen rausgeschrieben, Trump untergräbt die Demokratie, setzt Militär- und Bundesagenten gegen das eigene Volk ein. Wenn er im November gewinnt, ist es vorbei mit der Demokratie und der Klimawandel wird uns alle töten. Bernie Sanders saß da bei Joe Bidens Ernennung, war doch ein Ähnchen mit Mütze, Handschuh und Schal. Kannst du dich erinnern, dieses komische Bild von Bernie Sanders bei der gesamten gestagten Ernennung von Joe Biden? Nee. Bernie Sanders will ja selbst den Sozialismus in Amerika einführen und er will selbst die Agenten und Gestapo und Gulag-Leute dann übers amerikanische Volk. Das ist
Alles, was sie sagen, kannst du zu 100% rumdrehen, weil die von sich selber auf andere schließen. Trump wird nur Recht und Gesetz einführen. Und dass jetzt NPD, die vom Heimatschutz gejagt wird, das ist nur ein Teilaspekt. Er ist nicht der Einzige, der gerade gejagt wird. Aber trotzdem, Hajo, das müssen wir ernst nehmen, wenn Trump gewinnt, ist Klimawandel. Geh mir bitte mit solchen Dingen vom Halse, ja. Ich habe am ersten Tag bei Kokolores gesagt, so was gibt es nicht. Und einen Klimawandel gibt es auch nicht. Die Erde ist ein selbstregulierendes System. Und wenn wir ein bisschen mehr CO2 hätten, würde mehr wachsen. Ja, aber das ist Ja. ja Logik. Und du kannst ja nicht, wie es hier bei den Corona-Maßnahmen, du kannst über die Maßnahmen sprechen oder über Logik. Und genauso ist es beim Klimawandel. Und wir bleiben in den USA, aber ich habe gestern in der Schweiz gelesen, das ist kein Spaß, so eine digitale Werbeleinwand am Einkaufszentrum. Und da stand dran, hatten sie auch schon einen Klimanieser. Durch den Klimawandel sind bis zu zweifach mehr Pollen unterwegs. Also, ja, es ist ernst mit dem Klimawandel, Leute. Ihr müsst es, Hajo, du musst es ernst nehmen. Ich, Das Schlimme ist ja eigentlich, wenn du Corona oder den Klimawandel anzweifelst, zweifelst du die gesamte Wissenschaft an. Weil es ist was ja auch wir nicht nicht. tun, ich muss es für YouTube sagen, wir sind eine Satire-Sendung, wir zweifeln das natürlich nicht ernsthaft an, wir machen das natürlich nur satirisch. Du, ich arbeite wissenschaftlich korrekt. Ich tue mir das, ich nehme mir das ja vor, wissenschaftlich korrekt zu arbeiten. Aber es gibt mittlerweile Leute, die tun so, als hätten sie wissenschaftlich Ahnung, die hätten einen Doktortitel und. Die Doktorarbeit kannst du ja per künstliche Intelligenz mittlerweile schreiben lassen. Ich meine, das ist ja nur noch lächerlich, was uns hier als Wissenschaft verkauft wird. Das, was vom Briten kommt als Wissenschaft, ist für mich schwarze Magie. Alles, was die uns über das Universum sagen, ist theoretisch hätte, wenn, könnte. Also man kann die nicht mal mehr ernst nehmen, egal bei welchem wissenschaftlichen Thema. Na, und es ist ja nicht so, als gäbe es nur eine westliche Wissenschaft. Der Russe hat auch Wissenschaftler, der Chinese, der Inder auch. Selbst in Namibia haben sie eine Universität mit Leuten, die Bildung haben. Die können sich auch mit ein anderes Bild. Wir müssen wegkommen davon auszugehen, dass im Westen unbedingt die schlauesten Köpfe da oben. Nee, das sind bloß die besten Gangster und Lügner. Das ist ganz einfach. ja, wir sehen das doch aber offiziell schon. Wir kriegen es mitgeteilt. Die Leute, die da ex als Experte auftreten, sind die dümmsten der Welt und die korruptesten. Und sie verkaufen einfach Schlagworte, ohne jeden Inhalt. Also verkaufen sie als Wissenschaft. Und trotzdem sagt die gehobene Wissenschaft, es sind alles Theorien. Nichts davon ist irgendwo nachgewiesen. Verschwörungstheorien. Aber in den Schulen verkaufen sie diese Theorie als Fakt und machen die Köpfe der Kinder kaputt. Und dann kann man den Kindern natürlich erklären, dass CO2, das ist ja so was Schlimmes. Ja. Leider kann man es nicht machen, dass man mal die Welt ohne CO2 gestaltet, weil wir dann nachher ja alle tot sind. Ja. Ich könnte Ja, einfach bloß wobei meine ich Rat, glaube, eine Falco, Ratte weiß ins nicht, ob du Markum das, legen. ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Falco. Es gab, es gibt eine neue Erfindung, hatten wir schon mal in der Sendung, nennt sich biologisch automatisierte Umwälzungsmaschine, abgekürzt BAUM. Gut, also macht euch nicht so viel Gedanken um etwas, was nicht existiert. Das Wichtigere ist, ich habe den Eindruck, der Trump ist nicht weg. Denn wenn du die Kabale nimmst heute, sie würde mit Amerika gemeinsam gegen die Russen marschieren. Und das machen sie nicht. Die Amerikaner halten sich richtig fein zurück, vornehm zurück. Sie finanzieren nur. Finanzieren ist natürlich Sache des Finanzministeriums und des Präsidenten, des sogenannten. Ja. Aber das Pentagon ist nicht im Krieg mit Russland. Es sind andere Gruppen, paramilitärische und Söldner. Leute, die von woanders gesteuert werden, CIA und so weiter. Also, das ist ja das Problem unserer Leute. Das haben sie jetzt geschnallt, als sie eben versuchen, die Amis in den Krieg mit der Ukraine reinzuziehen. Die machen nicht mit. Also die richtige Pentagon-Armee, ja. Und jetzt versuchen sie eben in ihrer Hysterie ein
in eigener Kraft und Wassersuppe noch irgendwie ein Bild aufzubauen, das den Putin beeindruckt. Das können sie nicht. Aber uns tut es natürlich weh, unserer Bevölkerung. Wenn die Österreicher oder die Slowaken oder die Polen sehen, dass Züge mit Panzern in die Ukraine fahren, dann ist das für sie ein Angstgefühl. Ja? Was machen die Russen dann? Und das Ganze hat aber mit militärischen Fähigkeiten nichts zu tun. Die Panzer spielen im Krieg heute keine Rolle mehr. Doch Genauso, einfaches Ziel. ja, genauso wie die Schlachtschiffe, ja, oder Ja. das ist überhaupt nichts mehr. Sie haben für 10 Milliarden oder 100 Milliarden Flugzeugträger gebaut. Die schießen die Russen mit einer Rakete für 10.000 Euro ab. Vielleicht kosten 100.000, ja. Gut. Aber es sind andere Kriegszeiten und das, was in der Ukraine stattfindet, ist einfach irre. Dort werden Menschen in den Fleischwolf geschickt, einfach um ein bisschen Krieg zu spielen noch. Das ist irre. Es gibt keine Möglichkeit mehr, die Russen daran zu hindern, nach Odessa zu fahren. Und wir haben erlebt, dass Franzosen gesagt haben, sie müssen Kiew und Odessa retten. Warum haben sie das Odessa mit reingenommen? Odessa wird russisch. Da gebe ich Brief und Siegel dafür. Ja? Natürlich. Es geht gar nicht anders. Vorher kann nichts enden. Also werden sie dann einen Friedensvertrag machen mit der kleinen Ukraine. Ja? Kiew haben wir gerettet. Na, Odessa hat nicht geklappt. Ja? Aber das Odessa wäre natürlich wieder wichtig für die Geschichte, die die Amis jetzt in Rumänien installieren. Du brauchst die Landverbindung nach Odessa, um. Naja, warte mal ab, Hajo. Aber es kann auch sein, dass das wieder ein deutscher König bekommt, das Rumänien. Ja? Ja, sieh's mal so: Wenn die Ukraine keinen Zugang mehr zum Schwarzen Meer hat, ist sie für alle außerhalb Europas wertlos. Weil die Schwarze Erde, wenn du keinen Hafen hast, wo du es abtransportieren kannst, ist blöd. Es gibt Deswegen. keine schwarze Erde in der westlichen Ukraine. Ich weiß, aber deswegen war es ja so wichtig. Aber auch selbst wenn du keinen Hafen hast, um es abzutransportieren, brauchst du die Ukraine nicht. Dann ist sie wertlos. Deswegen ist es gut, wenn der Russe Odessa sich schnappt, weil der Rumäne hat ja quasi jetzt schon Moldau oder Moldawien oder wie das kleine Bürschchen unten heißt, hat ja auch quasi schon die Sprache annektiert und ist so gut davor, das Gebiet zu übernehmen. Genauso wie Teile der Ukraine. Der Polen, der Ungar und der Rumäne haben sich ja quasi schon ausgesprochen, wie sie die Ukraine machen. Und bei diesem russischen Roulette, was wir ja gerade erleben, ist ja das Genialste, dass Deutschland am Ende der größte Gewinner sein wird, obwohl sie der Verlierer. Also die BRD wird verlieren, das Kaiserreich wird gewinnen, alle werden am Ende glücklich sein, nur der Brite nicht. Aber das ist uns ja als Deutscher in der Hinsicht erstmal egal, weil dann die ganze Welt profitiert. Wenn du dir anguckst, in welchem Tempo, ich meine, selbst die Friedenskonferenz in der Schweiz ist ja schon geplant und die wird auch kommen. Und diese Flugzeugträger und alles drum und dran, das sind ja keine Ziele mehr. Warum hat der Ami jetzt vor 2 Tagen ein Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg wieder reaktiviert? Das ist ein richtiges Schlachtschiff. Das einzige Schlachtschiff, was aktuell auf den Meeren rumfährt. Es fährt bloß eine kurze Strecke, aber es zeigt dem Russen, okay, wir beginnen jetzt mit der Schlacht bei uns zu Hause. Weil mit dem Ding wirst du nicht weit kommen. Mit diesem riesen alten New Jersey heißt das Schiff. Das war, glaube ich, das größte Schlachtschiff, was jemals gebaut wurde. Nein, Das nein, ist. Schweiger, das siehst du falsch. Es ist die völlig überlegene Wunderwaffe gegen das schlechte russische Militär. Du musst es Nee, schon in die westlichen Medien das ist eher einordnen. symbolisch zu sehen. Weil der Russe hat alles, was er will. Der Chinese hat alles, was er will. Der Inder. Der Türke hat im Islam und die ganzen islamischen Staaten hören jetzt auf den Türken. Es ist ja alles schon umgesetzt. Man wartet jetzt nur noch auf das Ende der Ukraine und das Ende in Gaza. Was ja dann automatisch zu Friedenskonferenzen führt, was dann aber zeitgleich mit der BRD pleite und der Pleite vieler westlicher Staaten und somit der Neuordnung. Und dann kommt Viktor Orban, unterschreibt das Ding und dann sind alle glücklich. Also das Ende ist ja schon klar, wie es ausgeht. Na, mit Deutschen mussten wir diesmal als die Guten kommen.
Das ist ganz wichtig, dass der Ukrainer von dem, was noch übrig ist, am Ende glaubt, die Deutschen standen immer zu uns. Deswegen kriegen wir dann auch Zugriff auf das Land. Na? Wenn wir als die Bösen kommen, dann ist blöd. Aber ich gehe fest davon aus, Rammstein, Rammstein 1 und Rammstein 2 ist ja alles in diesem Gebiet, was uns Deutsche dann, unser Hinterhof ist. Das wird alles an uns gehen. Der Zugang zum Schwarzen Meer geht an uns. Und wer das Schwarze Meer beherrscht, beherrscht laut der Herzland-Theorie, ne, das sind aktuell die Deutschen, die Ungarn, der Sultan von Erdogan und der russische Zar. Die Ja, drei haben die Hand. deswegen wurden ja die Herzländer zerstört im Ersten Weltkrieg. Also das ist ja der Genau. Grund, warum selbiges passierte. Aber jetzt sind wir ja wieder an dem Punkt. Aber ich sehe diesmal niemanden, der versucht, uns zu stoppen. Die sind doch schon alle Nein, verstorben. es gibt nichts mehr, was schief gehen kann. Ja. Das Problem ist, dass es für die allgemeine Bevölkerung schwierig sein wird, noch lange durchzuhalten, weil das Geld ein Problem ist. Ja, Aber ich weiß. am Geld haben sie sich im westlichen System ja selber kaputt gemacht. Wir haben jetzt die BRICS und die ganze Welt will den BRICS beitreten. Ja, und das Problem ist, dass neben der Vereinten Nation, also eine Vereinigung gegen Deutschland, jetzt eine Vereinigung von Nationen innerhalb der BRICS stattfinden wird. Und das ist naja, das wird das Siegel auf dem Grab der westlichen Welt sein. Heute sind sie bereits bei der Hälfte des Bruttosozialproduktes der Welt, die Amerikaner und die westliche Welt bei 23%. Und jetzt möchten die in die kleineren Staaten in Massen beitreten. Aber in Massen beitreten geht noch nicht, weil du diese Interkonferenzen im Finanzwesen erst entwickeln musst. So wie im Kaiserreich, da macht die BRICS ihre Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik. Also sie handeln untereinander in ihren Währungen. Dann brauchst du aber jeweils in beiden Ländern innerhalb des Finanzministeriums Leute, die miteinander kommunizieren. Du brauchst, damit am Jahresende ausgeglichen werden kann. Dann brauchst du Firmen oder Banken, die untereinander kommunizieren können in einem anderen System. Ja, das wird wahrscheinlich dann in Blockchain stattfinden zwischen den Staaten. Und die Russen und die Chinesen wollen nicht eine gemeinsame Währung. Das wäre dann wieder so eine Art neues westliches System in anderen Händen. Sie wollen wirklich, jeder Staat macht seine Sache. Und wenn der Staat gut wirtschaftet, steigt seine Währung, kann er mehr einkaufen. Und wenn er schlecht wirtschaftet, fällt sie. So war es im Kaiserreich und das hat die Engländer damals gestört, weil sie nicht mitverdienen konnten. Und heute ist dieses Stören vorbei. Es gibt die Leute alle nicht mehr in der Öffentlichkeit, die noch den tiefen Staat führen können zu irgendwelchen Ergebnissen. Das hier alles ist nur noch Stocherei in einem Sumpf. Da Da kann ja müssen uns wir aber halt nichts Morsch. passieren. Ne? Das Problem hat die Bevölkerung, weil das Zeug immer teurer wird, was sie brauchen. Das wird sich erst ändern, wenn wir Deutschland wieder haben und der Goldstandort herrscht. Sie kämpfen doch jetzt aktuell gegen Gold. Ja? Und wie bekloppt die Deutschen sind. Es steht jeden Tag in der Zeitung, oh, das Gold kann nicht steigen und die Deutschen verkaufen das Gold. Eine Woche später 100 Euro mehr. Wieder eine Attacke. Nächste Woche wieder 100 Euro mehr. Also die Banken versuchen, die Bevölkerung zu bescheißen. Und die Banken kaufen wie verrückt Gold, ja? Weil sie Nee, wissen, nie muss bloß das. ausreichen. Nie bloß Also, das. das ist das größte Problem, aber das ist eben das Problem, was am längsten dauert. Es muss funktionsfähig sein und Geld in diesen Größenordnungen, in denen die Staaten handeln, das ist viel Arbeit. Ich hätte bloß Wobei, einen Heiko, Satz. bevor du gleich, Heiko, weil du gerade sagtest, wenn die Staaten gut wirtschaften, steigt die Währung, wenn sie schlecht wirtschaften, fällt, so wie es mal im Deutschen Reich war, da wären wir ja mit der aktuellen Wirtschaftspolitik im Inland bestens bedient, wenn wir die kompetentesten Wirtschaftsprofessoren der Welt an der Spitze haben. Das muss man einfach mal sagen in dem Moment. Falco, zu dir schiebe ich jetzt die erste Zuschauerfrage, weil wir gerade von genau der Thematik reden. Und zwar,
bezüglich Versailler Vertrag und Zweiter Weltkrieg. Die Zeit können wir nicht zurückdrehen. Den wirtschaftlichen Schaden, der durch die alliierten Kriegsverbrecher und deren Vernichtungsgehilfen eingetreten ist, so die Frage des Zuschauers, sollten wir allerdings in Rechnung stellen, oder? Nee, ich will einen kompletten Schlussstrich. Ein kompletter Neustart heißt, wir tun uns nicht mit Schuld gegenseitig, wir waren alle Opfer desselben Feindes. Wir können jetzt den Franzosen eine Rechnung schicken, aber uns darüber aufregen, dass der Pole uns eine Rechnung schickt. Das wird dann wieder eine Tippeltappeltour, die niemals ein Ende findet. Wir brauchen wirklich einen kompletten Schlussstrich. Lass uns lieber bei Null neu anfangen, eine neue Welt aufbauen, weil dann ist der Franzose wieder sauer und hält uns das wieder ewig vor. Dann ist wieder das und wieder das. Das führt dann wieder zu Kindergarten. Na, also ich bin wirklich der Meinung, wenn man den tiefen Staat und die ganzen Strukturen alle zerlegt hat, wenn man die Mafia zerlegt hat und die ganzen, alles, was negativ war die letzten 100 Jahre, wenn das alles weg ist, ein wirklicher wahrer Neustart kann nur gehen, indem alle Privatschulden und alle staatlichen Schulden gestrichen werden. Auf deutschem Boden ist mit dem RKI berichtet schon mal alle Privatschulden in der Zukunft getilgt. Weil jeder weiß jetzt, jede Firma, die pleite ging, aufgrund Lockdown wegen Bill, nee, Hill Gates, nee, Hill Hates, wir sprechen ja die Namen nicht mehr richtig aus. Ja? Aber mit Nord Stream ist es ja genauso. Du kannst keinem Deutschen seine Pleite vorwerfen, weil der Staat dafür gesorgt hat, dass er pleite geht. Somit müssen die Schulden nicht zurückgezahlt werden. Genauso ist es auch bei Staatsschulden. Wenn wir das alles einmal streichen, dieses Finanzsystem, wenn alle Schulden zurückgezahlt sind, gibt es ja kein Geld mehr. Das ist ja das System so aufgebaut. Also streichen wir alle Zahlen und alle, ne, das ist ja eh bloß Buchgeld, das streichen wir alles und dann fangen wir wirklich nochmal bei Null an. Das wäre für mich, weil das wäre für Afrika gut, das wäre für den Orient gut. Scheiß auf die paar Milliarden von Franzosen. In 5 Jahren sind wir da wieder besser als die. Also die können ja nicht mal Fußball spielen, haben wir jetzt gesehen. Also wir müssen bloß, wir können ja an die Franzosen ein paar Kröten schicken. Also Du ja, meinst, ne, du ich meinst die Verspeisbaren. es gibt nichts anderes als einen absoluten Stillstand und Neuanfang. Eine Ja. gegenseitige Verrechnung oder so ist irre. Wir haben da jetzt wie lange, 75, 78 Jahre hinter uns, in denen wir Deutschen als böse Erbschuld und lauter sich Mist. Ja. Aber das muss enden. Und wir fangen bei Null an, und wir fangen ja nicht bei Null an. Natürlich ist der Westteil der BRD ein bisschen beschissen dran. Ja. Wenn du Marode. die Infrastruktur anguckst, das ist ja schlimmer als in der DDR. Ja. Ja. Und der Recht, das hast du recht. Ich kann dir jetzt leider nicht widersprechen und muss demselben zustimmen. Das ist so. Also Also, alle Zuschauer aus dem Westen, er meint's nicht böse. Er hat nur recht. ja. kann man nichts machen. Wenn das Geld für die Parteien verpulvert wird, im Ausland verpulvert wird, dann müssen halt die Deutschen damit klarkommen, dass sie keine Autobahn mehr haben. Ja, aber Hajo, Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen. Wir brauchen eben die Radwege in Peru. Das ist halt wichtig. Natürlich für die Flucht. Ja, ich Also, frage sie Hajo, nicht. Entschuldigung, du darfst gerne weitermachen, aber wir brauchen die Radwege in Peru und die Toiletten in Also Mérida oder wo weder es war. ich brauche sie nicht, der Feigl braucht sie nicht, du wirst sie vielleicht brauchen und die Peruaner brauchen sie auch nicht. Nee, die haben Lamas. Ja. Wenn da steht Radwege in Peru, dann bedeutet das, dass dort ein bisschen was asphaltiert wird und dass 90% in die Taschen privater Leute fließen. Bingo. Mal wieder Selbstverständlich. Politiker gefangen haben, macht er Ja. dann Spaß. Das wird alles enden. In dem BRICS-System geht das nicht mehr, dass Geld verjubelt wird. Und wenn wir ein souveräner Staat wieder sind, geht das auch nicht. Dann bleibt das Geld im Staat. Denn der Staat hat oben drüber eine Überschrift, der Deutsche. Dort steht Volkswohlfahrt und nicht Und Chinesenwohlfahrt. Ja. Die ist wichtig und dann wird auch der Westen wieder infrastrukturell aufgebaut. Aber Volkswohlfahrt, schönes Wort, bleiben wir da kurz dabei. Hajo, kannst du das in ein paar wenigen Sätzen für die Zuschauer, die das vielleicht gehört haben, aber nicht ganz greifen können, kurz erklären, was bedeutet Volkswohlfahrt? Wenn ich mal mit den Parolen von dem Unterhosen Fritzen da im Ministerium reden soll, Leistung soll sich wieder lohnen. Und das
ist etwas, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Es müssen Hierarchien innerhalb der Bevölkerung entstehen, die nicht von außen gestört werden. Also in einer Gemeinde wird jemand ein bisschen vermögend und der beschäftigt die Handwerker aus der Gemeinde, der kauft bei den Bauern in der Gemeinde. So haben die alten Systeme im Deutschen Reich funktioniert, weil ja die Gemeinde souverän ist. Es gibt nichts, worauf der Staat Einfluss nehmen kann. Es sei denn, es geht um Krieg oder um Justiz, ja, um Rechtssysteme. Das Wichtige ist eben, dass das Geld im Lande bleibt. Ja. Und du hast in den Anfängen in Bayern so eine Art Wirtschaften gehabt wie im Kaiserreich. Ja. Innerhalb der Gemeinde hat der CSU-Mann seinem Unternehmer einen Bauauftrag zugeschoben, Geld floss, der hat wieder Beschäftigte aus der Gemeinde, der Geld floss und der Bürgermeister kriegte Geld damit für die Gemeinde, ja, damit er alle schmieren konnte. Das war eine gesunde Korruption. Heute ist aber die Korruption ein bisschen ausgeartet. Die Parteien klauen alles und dann verschieben sie es auf ihre Großmachtfantasie ins Ausland. Ja. Und damit kann keine Volkswohlfahrt mehr entstehen. Es muss also allen Menschen gut gehen, die Verantwortung für sich übernehmen. Und es müssen alle aufgefangen werden innerhalb der Gemeinde, die nicht mit können. Also es gibt ja Fälle, dass Sozialhilfe gemacht werden muss. Und innerhalb der Gemeinde muss dafür gesorgt werden, dass die und ihre Kinder ein Dach über dem Kopf haben und was zu essen. Und eine Aber warme Hütte. überleg mal, was hat damals eine Wohnung gekostet, DDR-Zeiten? 36 Euro? Mark? Pfennig? Also, nee, was war's? Westmark? Unsere Wohnung, 2,5 Zimmer, 36 Mark. Und der Ne? Und wenn Strom es kostet 8 Mark im plus Monat. das Brötchen nochmal 1 Pfennig und das große Brötchen 5 Pfennig, die Bockwurst mit Brötchen und Senf waren, was waren es, 9 Pfennige? Wenn wir wieder eine ordentliche Währung haben, wird es keine Armut hier mehr geben, weil dann unsere Währung wieder einen Wert hat und wir die Nahrungsmittel zu ordentlichen Preisen kriegen. Das ist ja Dann ist das. sie aber, dann ist sie an Gold oder Silber oder an Ja. Arbeit gekoppelt, also an Leistung. Bevor du weitermachst, Falko Hajo, weil du sagtest, gesunde Korruption, ich möchte das jetzt satirisch kurz für alle Bayern erklären. Also es ging von der gesunden Korruption, es ging von Franz Josef Strauß zu Markus Söder, was natürlich satirisch gemeint ist. Dann haben es vielleicht jetzt die Bayern auch verstanden. Nein, das Geld Falko. muss innerhalb des Landes fließen. Dann Ja. ist das alles okay. Ja, Jawohl. solange es sich bewegt, Geld ist eigentlich nicht dafür da, um es zu sparen oder rumliegen. Also du musst, immer wenn du Geld rausnimmst und sparst, muss neues Geld rein, da hast du Inflationen. Ne? Also immer, das saugt immer einer ab, solange das Geld im Umlauf ist. Einer hatte mal die verrückte Idee, Geld sollte nach 6 Monaten an Wert verlieren, bis zu Wertlosigkeit. Dass man gezwungen ist, es auszugeben, um den Kreislauf dauerhaft am Leben zu erhalten, dass dann alle davon profitieren und die Preise stabil sind. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich Gute fand es nur Lösung. lustig. Es kam Gute jetzt die Lösung. Woche ein Zeitungsartikel raus, dass Deutschland den zweitgrößten Schatz der Welt hat. Wir haben jetzt seit 2017 haben wir doch insgesamt 1.700 Tonnen Gold zurückgekriegt, mit dem, was noch da war. Insgesamt haben wir jetzt 3.600 Tonnen Gold. Offiziell der zweitgrößte Schatz der Welt. Aber wenn man es umrechnet auf 82 Millionen Einwohner, ist es ja wirklich ein Schatz. Und wenn die jetzt den Goldpreis noch auf 6.000 hochtreiben, und das ist der normale Preis aktuell, 6.000 Euro pro Unze, wenn er nicht manipuliert wäre, dann kannst du dir ausrechnen, was für eine güldene Zukunft auf die Deutschen zukommt, die die BRD überlebt haben. Ja, das hast du schön gesagt, wie die BRD überlebt haben. Gut, also das Thema Haiti ist natürlich ein Thema, das sehr, wie soll ich sagen, speziell ist. Deswegen haben wir wahrscheinlich heute auch zwei verschiedene Sendungen. Aber wie gesagt, ich bin da, ja, ich bin völlig, Falko zitiert ja nur Mainstream-Artikel. Ich habe aber noch was ganz Beklopptes. Hajo, habe ich heute Morgen noch gehört bei der lieben Irene vom Blickwinkel und habe es tatsächlich gestern Abend noch selbst beim Recherchieren im Netz gelesen. Also liebe Irene, auch hier wieder einmal Kompliment, Blickwinkel-Team, gute Recherche. Ich habe es gestern Abend nämlich selbst auch gefunden. Ich zitiere Daily Mail.
Wissenschaftler, und jetzt müsst ihr ernst bleiben, Hajo und Falko, das ist eine ernste Geschichte. Sonnenbaden, auch an nur einem einzigen Tag, schadet dem Herz- und Kreislaufsystem und hindert den Körper daran, Infektionen zu verhindern. Es passt, wenn du das, die Agenda der WHO, also die Reduzierung der Weltbevölkerung, ernst nimmst, passt das. Wahrscheinlich ist das Vitamin D, was dann entsteht in dir, wenn du gesund bist, ja, nicht gut geeignet mit den von außen eingebrachten Fremdstoffen. Also darfst du nicht in die Sonne gehen und können wir solchen Schwachsinn weglassen, ja? Das ist wie mit dem Ich. Rauchen. Ich. Das ist wie mit dem Falco? Rauchen, dass sie plötzlich gegen das Rauchen sind, weil immer du diesen Raucherhusten früh hast, kommen ja alle Partikel raus. Ja. Also es, das Ganze, was sie versprühen, kommt ja durch meinen Raucherhusten nicht durch. Ja, hast recht. Gut, Also. also lass uns nicht. Nimm bitte deine Schulwissenschaft, also die Wissenschaft der Kabbale, aus dem Spiel. Sonne ist das Schönste, was es gibt. Wald ist das Schönste, was es gibt. Und Liebe ist das Schönste, was es gibt. Ich Und die habe nur eine ganze Wissenschaft Korrektur. kannst du in den Müll kloppen. Es ist nicht meine Tiefstartwissenschaft. Ich habe selbige nur zitiert. Ich stehe natürlich ganz, also ich stehe mit dir voll und ganz umfänglich zu, lieber Hajo und auch lieber Falko, dir. Ich sehe das ganz genauso. Aber die sogenannte klassische Schulmedizin, die etwas mehr als 100 Jahre gekapert ist, weiß natürlich mehr wie die Jahrtausende alte Naturmedizin, laut Mainstream. Aber es ist nicht meine Schulmedizin. Davon distanziere ich mich. Ha. Ja. Ja, Ja, das ist das ist wichtig. aber relativ einfach, müsste die Bevölkerung begreifen. Auf einer Naturmedizin gibt es keine Nebenwirkungen. Es sei denn, du hast zu viel Marihuana geraucht, dann gibt es ein paar Nebenwirkungen, ja? Oder zu viel Alkohol. Eine Naturmedizin heilt dich und die Ärzte schaffen mit ihrer pharmazeutischen Medizin eine Nebenwirkung, für die sie wieder eine Medizin haben. Und für diese Nebenwirkung haben sie dann wieder eine Medizin. Also kurz gesagt, wenn in einer Gemeinde von 1000 Leuten 100 Ärzte leben, dann ist eine Lebenserwartung von 30 Jahren möglich. Wenn in den 1000, bei der 1000 Gemeinde ein Arzt lebt, dann werden die alle über 80 Jahre alt. So einfach ist die Welt. Ja, ist Ja, das macht Business. aber auch Sinn, was du gerade sagtest, weil so qualitativ hochwertige Lebensmittelkonzerne wie Nestlé, ne, kennen wir ja alle als ein sehr seriöses Unternehmen, die ganz gute, gesunde Produkte herstellen. Und die wiederum halten ja gegenseitig ihre Aktien bei diversen Pharmaunternehmen, die dafür sorgen, dass du gesund genug bleibst, um Nestlé-Produkte zu essen, damit du, ne, also eigentlich ist es ein gutes Geschäftsmodell. Würden jetzt böse Zungen, also wir sind ja Es ist Satire, das aber. perfekte Geschäftsmodell. Von der Quelle bis zum Verkauf, alles in einer Hand. Das ist Monopoly und du kommst niemals über los. Und das, du kommst nicht mal nach Emma würfeln, bist du schon im Knast. Und das ist das, was sie aufbauen wollten. Das ist dauerhafte Kontrolle über alle Menschen. Das ist gut, dass das gebrochen wurde. Dass sich die Menschheit wirklich konsequent dagegen stellt. Und das nicht nur hier, sondern überall auf dem Planeten sieht man, dass die Menschen sagen, nein. Wir wollen das nicht mehr. Das Zeitalter des Krieges, das Zeitalter der Kolonien, das Zeitalter der Unterdrückung ist vorbei. Jetzt kommt das Zeitalter der Souveränität, meiner Meinung nach, was ja mit einer Informationsrenaissance begonnen hat. Und dass jeder einzelne von uns, und ich kann auch nochmal jeden einzelnen Tufer da draußen, der die letzten 8 Jahre standhaft war, in der Hinsicht loben, weil ihr habt den schwerstmöglichen Weg genommen. Und habe trotzdem bestanden gegen alle MK-Ultra-Programmierer und gegen jede kognitive Kriegsführung und vor allen Dingen gegen den Gruppenzwang. Die RAND Corporation hat da wunderbare Studien zum Mitarbeiter des Monats durchgeführt. Das ist der Gruppenzwangstudie. Wenn alle von der Brücke springen, springst du ja normalerweise nicht mit. Wenn du aber 51% demokratisch abgestimmt hast, dann müssen alle springen. Ja, und gegen diese Angriffe, und es war nicht für jeden einfach, viele haben viele Freunde verloren, viele haben, ich meine, an Weihnachten durfte man ja nie kommen, wenn man nicht getestet war.
Ne? Das sind ja alles Dinge, die sind passiert. Und ich werde mich mit meinem Team ransetzen, dass wir das alles von 2020 nochmal aufarbeiten, jetzt mit den RKI-Files. Denn wer diesen Pfad gegangen ist, und Hajo, genauso wie du, wir haben ja alle genügend einstecken müssen dafür und Entbehrung. Aber am Ende sind wir genetisch noch korrekt. Ne? Wir sind Ja. gesund. Und wir haben unsere Freunde durchgebracht, was das Wichtigste ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. In der Schweiz wurde das ja mathematisch gelöst. Da hieß es, da war es etwas weniger kompliziert mit ein Ungeimpfter mit zwei Haushalten, wenn es um halb drei nicht regnet. In der Schweiz war irgendwann die, ja, weil, also, mein, du wusstest ja, ne? War ja ungefähr so. Und es regnet nur bei den geraden Hausnummern, wenn die Straße eine Kurve hat. Und in der Schweiz hieß es irgendwann, wenn ein Ungeimpfter dabei ist, dürfen sich fünf Menschen treffen. Dann haben wir gedacht, naja, bei drei Ungeimpften sind es ja dann 15, ist ja ein Dreisatz, ne? Ist ja logisch, Also, oder? das Gogolores ist vorbei, das wird aufgearbeitet. Ich denke, es wird noch vor Militärgerichten aufgearbeitet. Definitiv. Weil es geht gar Aber nicht anders. habt ihr in Deutschland die Nachricht gekriegt, dass auf dem Wenzelsplatz am Sonnabend ungefähr 60.000 Menschen waren, die Wegen gegen was? die Regierung demonstriert haben? Ja, der tschechische General ist doch der Verrückteste, der will vorneweg marschieren Mit seinem Volk? gegen Russland. Gegen Russland. Und Also. die Tschechen wollen das halt nicht. Also die, die auf dem Wenzelsplatz waren, ja, Ja, okay. die meisten waren zu Hause. Ja, aber es ist schon mal gut. 6.000, das ist ja fast 10%. Ja, Falco, das mit dem Rechnen ist bei dir durchaus fast so ähnlich wie beim Kompetenzpersonal in Berlin. Ne? Also du bist da ähnlich. Du könntest auch Wirtschaftsminister, habe ich jetzt festgestellt. Das war jetzt grob geschätzt. Das war sehr grob geschätzt, aber Aber das war ja auch. du siehst, es gibt überall in der gesamten Welt Leute, die langsam begreifen, was hier für ein Spiel gespielt wird. Dass das Spiel schon entschieden ist, können sie nicht wissen, ne? Wenn sie mal kurz nachdenken würden, die Tschechische Republik hat vielleicht 4.000 Soldaten. Ja? Also, ich weiß nicht, warum man da überhaupt nachdenken muss. Die Russen sind da drüben und die haben jetzt die drittgrößte Armee der Welt. Ja, die größte hat China, die zweitgrößte hat Nordkorea und die drittgrößte hat Russland. Und dann 10% tiefer kommt der Rest der westlichen Welt. Aber Hajo, Hajo, im Fernsehen kommt dann immer Tom Cruise und schießt die alle alleine ab. Ich wollte Oh. gerade sagen, es geht ja nach der Qualität. Also Ja. ein russischer Soldat fällt normalerweise im Syrienkrieg nach 50 ISIS-Kämpfern. Ein Deutscher ist damals gefallen und hat sechsmal mehr Russen. Also ein deutscher Soldat der alten Garde würde gegen 300 ISIS-Leute bestehen. Das ist es erstmal Mathematik. Unterm Strich gibt es jetzt eine deutsch-polnische Brigade, eine deutsch-slowenische Brigade, eine deutsch-rumänische Brigade. Es gibt jetzt eine deutsch-litauische Brigade. Die Deutschen, die Dänen und die Deutschen, die Polen tun auf der Ostsee zusammen trainieren. Eine deutsch-französische Brigade haben sie eingeführt und der Holländer hat uns seine gesamte Armee geschenkt. Also die Qualität ist wichtig. Zum Glück brauchen wir noch 10 Jahre, bis wir überhaupt kriegsfähig sind. Bis dahin ist die multipolare Welt fertig und dann ist alles wunderbar. Aber du musst ja das Ganze vorbereiten. Wie sagte der eine vom KSK zu mir, ja, 88 haben wir ganz komische Anweisungen gekriegt, die damals keiner verstanden hat. Aber 94 war dann alles klar. Und genauso läuft es jetzt auch. Viele kriegen jetzt schon bei den Behörden oder bei Ämtern oder innerhalb des Militärs ganz komische Anweisungen, die sie Stand jetzt noch nicht zuordnen können. Tja, das ging dem KSK damals genauso. Ihr werdet es bald verstehen. Die Heiligen sind wieder auf dem Schloss. Gut. Das klingt jetzt doch mal fast nach einem Schlusswort. Eins haben wir noch letzte Woche. Hajo, du hast ja jetzt neue Zähne, du bist wieder mit Biss. Und liebe Zuschauer, zwei Menschen ist es aufgefallen, dass du, also nicht zwei, es ist mehreren aufgefallen, dass du letzte Woche quasi zahnlos in der Sendung warst. Das ist richtig, aber das hat Hajo gemacht, weil seine Kommentare alleine schon genügend Biss haben. Und es ging anders nicht, weil es Schmerzen war, es waren Schmerzen bei dir und es wusste Hajo genau wie ich, dass er quasi zahnlos, aber mit Biss in der Sendung war. Aber es wurde bewusst so gemacht, damit die Sendung stattfinden kann, weil einige Zuschauer hatten schon Angst, du hast es nicht gemerkt.
dass du selbige nicht drin hattest. Also es war dir bewusst, ja, Ach, das kann ich nur, ja, man muss es ja auch mal ganz kurz noch thematisieren. Und ich freue mich auf Gera, Falco. Also in Gera, bist du da? Bist du, ja, du könntest einmal kurz Hallo sagen, komm, ne? ich suche mal einen Fahrer, weil ich komme ungern mit meinem eigenen Auto, das ist zu erkennbar. Aber ich treibe mal einen Fahrer auf, der mich dann vorbeifährt, den roten Teppich ausrollt und dann werde ich wahrscheinlich. Nee, Quatsch. Ich kriege mal schon irgendwie hin. Das wäre klasse, weil es ist in 1,5 Wochen soweit. Und Ja. da freue ich mich sehr drauf. Wir haben Kaiserwetter bestellt. Euch allen danke fürs Zuschauen. Falco, Hajo, es war mir eine Freude. Bis bald. Ciao. Jo, ciao. Namaste.